Hier habe ich diesmal The Adventures of Indiana Jones, The Complete DVD Movie Collection. Ich habe mir gedacht, ich werde einfach mal alle meine DVDs, die ich so in meiner Sammlung habe, vorstellen. Oder beziehungsweise nicht alle DVDs, sondern eher nur die DVD-Boxen, die ich habe. Weil es da schon wirklich ziemlich coole gibt. Zum Beispiel, ich finde, die ist auch ganz geil designt, weil halt das sind diesmal keine normalen Hüllen, die da drin sind, sondern halt so ein Plastikeinleger mit der DVD drin. Da hast du deine Papphülle da drum. Sieht ultra nice aus, also muss ich sagen. Ich glaube, dass es die auch nicht mehr im Handel zu kaufen gibt. Falls ja, werde ich die auf jeden Fall verlinken, ist klar, weil die schon echt cool ist. Und wenn man Indiana Jones Fan ist oder Science Fiction oder Fantasy oder ja, alles so in die Richtung und vielleicht dann auch noch durch Zufall in den 80ern aufgewachsen ist, dann ist das natürlich ein Muss, ist klar. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch was drin. Ich weiß nicht, warum da was drin ist. Und hier steht auch nichts. Bonusmal. Ach, das ist einfach nur eine Disc mit Bonusmaterial. Die habe ich mir auch, glaube ich, noch nicht angeguckt. Wie gesagt, ich wollte euch das Ding einfach nur mal zeigen, weil das echt eine ganz coole Box ist. Ich weiß nicht, wann sie rausgekommen ist. Das werde ich jetzt gleich mal gucken. Ist aber auch schon bestimmt... Alter, geh da rein. Was soll denn das? Ist aber bestimmt auch schon jetzt einige Jahre her. So, dann gucken wir mal. Steht was drauf? Wann ist das Ding rausgekommen? Bla bla bla. Was steht denn da? TM 81, 84, 89, 2003. Ja, 2003 ist die DVD-Box rausgekommen. Also hat sie auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, wie man sieht. Oder wenigstens ein Jahrzehnt, 15 Jahre, 16 Jahre. Deswegen glaube ich nicht mehr, dass es die im Handel gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder ein Dislike oder meinen Kanal abonnieren. Bis denn dann. Ciao.